der in dem Drittel von den Stables sozusagen. So, und jetzt die Rosenheimer. Valorani. Schussversuch von Rona, Tor! David Valorani! Der Neue aus Mailand mit dem ersten Saisontor der Star Bulls. So, jetzt wieder. Das ist es doch, das ist es! 2:0 für die Rosenheimer! CJ Stretch mit dem 2:0. Und das war jetzt auch verdient. Der mit Druck gemacht. Ah, McNeely. Tyler McNeely macht das gut, fährt dahinter das Tor. Und Tor! Tor! Tor für die Rosenheimer! David Valorani! Wunderschön gemacht von Tyler McNeely. Was war das für eine Vorarbeit? Bleibt da ganz cool. Fährt hinter das Tor, wartet ab und dann steht David Valorani. Alles gerechtfertigt. Riesengelegenheit wieder für Ravensburg. Riesengelegenheit. Scheibe ist im Tor. Scheibe ist im Tor. Anschlusstreffer. 3:1. Ja, das war wichtig. Das war wichtig für die Tower Stars. Ich weiß jetzt nicht, wer den Schläger dann noch hingehalten hat. Ah, das ist ja völlig wurscht. Und die Fans singen jetzt. Jetzt geht's los. Sind die Rosenheimer natürlich nicht so. Was macht er? Restan mit dem Schuss abgefälscht. Und nochmal Slavetinski. Und jetzt die Rosenheimer, jetzt kann schnell gehen. Vollmeier aufs leere Tor. Empty Net Goal. 4:1 für die Star Bulls. Ja, das war's wohl für Ravensburg. Vor allem im Hinblick auf das schwere Auswärtsspiel in Dresden. Bei Ravensburg muss gegen Kassel eindeutig mehr kommen. Ja, das war's. Rosenheim gewinnt mit 4:1. Vor allem die Neuen, David Valorani und CJ Stretch, haben eingeschlagen. Und wie gesagt, sie gewinnen verdient. Und jetzt schauen wir mal, wie es am Sonntag wird in Dresden. Ich verabschiede mich hiermit aus dem Kartrennstadion. Bis demnächst.